mitten im Paradies, im zauberhaften Schwarzwald zwischen Baden-Baden und Straßburg, scheint sich die Natur besonders wohl zu fühlen. In urwüchsigen Wäldern und sonnenhungrigen Weinbergen, fernab vom Alltag, ist viel Raum für Erholung. Ganz besonders in unserem liebevoll geführten Hotel-Restaurant Rebstock in Durbach. Daran haben auch ein klein wenig die Menschen Anteil. Kein Wunder, wenn man als Familienbetrieb seit 1878 Gastfreundschaft mit Leidenschaft lebt, kennt man das Rezept für den perfekten Urlaub. Es ist nämlich ganz einfach, von allem nur das Beste. Und was es nirgends zu kaufen gibt, ein Lächeln, welches wirklich von Herzen kommt. Ein Stück zu Hause eben. Das sind übrigens auch unsere Zimmer. Drei Kategorien gibt es, allesamt sorgfältig eingerichtet, jedes ein bisschen anders, mit viel Liebe zum Detail und hochwertigen Materialien wie Holz und Naturstein. Und der Blick aus dem Fenster erst. Genuss für jeden Geschmack, das bietet der Rebstock. Kommen Sie in unserem Wellnessbereich zur Ruhe. Entspannen Sie in der Sauna und bei einer der vielen Massagen, klassisch oder aus fernen Ländern. Während Sie träumen, arbeiten hinter den Kulissen wahre Künstler daran, Ihnen den perfekten Schwarzwaldabend zu bescheren. Dazu gehört natürlich unser berühmter badischer Wein, der so gut an den Hängen rings um den Rebstock gedeiht. Lassen Sie sich von kulinarischen Meisterwerken verzaubern, mit Raffinesse zubereitet aus den besten Zutaten der Region. Jeder Moment im Rebstock soll ein besonderes Erlebnis sein. Ob am reichhaltigen Frühstücksbuffet in unserer gemütlichen Klevener Stube oder beim Kaffee auf der sonnigen Außenterrasse, umringt von üppiger Natur. Werden Sie aktiv. Zum Wandern oder Mountainbiken in der herrlichen Natur ist es bloß ein Katzensprung. Und für alle, denen selbst das zu weit ist, haben wir ein besonders prächtiges Stück Natur erschaffen. Unseren Park. Ein Platz des Rückzugs, aber auch der Begegnung für Groß und Klein. Ein Blütenmeer. Verzaubernd, betörend, inspirierend. Ein Paradies eben. Nehmen Sie doch einfach einen Teil davon mit nach Hause. In Ihrer Erinnerung, in Ihrem Herzen.